So, heute steht's Gardaland an und wir haben uns gerade unsere Tickets gekauft. Und ein kleiner Hinweis, wir sind jetzt mit dem öffentlichen Bus hierher gefahren. Und ihr könnt die Tickets für den Bus im Bus kaufen, dann kosten die 2,20 Euro für einen Erwachsenen. Und wenn ihr die in der App kauft, dann bezahlt ihr nur 1,30 Euro. Das ist die Tarifzone 1 von Piana di Clodia zum Gardaland aus den zwei Stationen, glaube ich, gewesen. Wie gesagt, Tarifzone 1, das ist nicht ganz so einfach rauszufinden, deswegen haben wir es im Bus gekauft. Aber jetzt wisst ihr es und könnt ein bisschen Geld sparen, macht schon ein bisschen was aus. So, wir rennen jetzt durch den Park, weil wir zur Attraktion Jumanji wollen. Da sind wir letztes Jahr, hat sich geklappt, weil der Bahn steht seit anderthalb Stunden und deswegen gehen wir da jetzt gleich als allererstes hin. Wir sind auch einer der ersten im Park. So, ich bin gerade die Oblivion-Achterbahn gefahren, muss sagen, hat richtig Spaß gemacht. Ich bin seit Jahren keine Achterbahn mehr gefahren, aus gesundheitlichen Gründen. Und das war jetzt für mich ein richtiger Befreiungsschlag, sowas mal wieder zu fahren. War richtig cool, sehr kurz, aber cool. So, da sitzt jetzt die Mama drinne und gibt sich eine Fahrt mit der Blue Tornado. Oh yeah. Wie war die Blue Tornado? Ja, sehr, sehr gut. Man wurde durchgeschüttelt ohne Ende. Von rechts nach links, Looping, so eine Sache. Super, es war eine richtig coole Achterbahn. Ich habe Glück gehabt. Es war nur die Hose, genau da natürlich, wo die Handys sind, aber die kleine Italienerin neben mir, die war komplett nass. So, wir haben noch einen kleinen Tipp für euch und zwar für das Gardaland. Da gibt es regelmäßig sogar in Deutschland Gutscheine, wo du zwei Tickets bekommst, aber nur eins bezahlen musst. Und so haben wir für zwei Erwachsene und da die Kinder kostenlos waren, nur 54 Euro Eintritt heute bezahlt. Das ist echt in Ordnung. Ja, und diese Gutscheine bekommt ihr in Deutschland unter anderem eigentlich jedes Jahr auf diesen Brotaufstrichverpackungen von der Marke Pop. Ja, das sind so rote Behälter, müsst ihr einfach mal im Kühlregal gucken. Die sind so, ja, so am Anfang des Jahres, meistens sind die dann drauf. Das ist so eine Aktion mit denen, gab es bisher jedes Jahr, seitdem wir hierher fahren. Und, aber auch in Italien gibt es diese Gutscheine. Wir haben sie jetzt aktuell im Supermarkt auch gesehen und zwar bei den Wasserflaschen von San Benedetto heißt die Marke, glaube ich. Sind so blaue 1,5 Liter Flaschen. Wenn ihr da einen Sixer kauft, da ist unten so ein Gutscheincode mit drin auf dem Papier und ja. Dann könnt ihr einiges sparen und dann ist es hier echt ein faires Angebot. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back in. Auf einem Piratenschiff. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Fahrgeschäft ist. Ich lass mich mal überraschen. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Endlich ist es soweit. Wir werden mal von den Kindern gefahren. Ja. So, der erste Sturz, der ging, nicht so nass geworden. Obwohl ich in der ersten Reihe sitze. Absolute Highlight für unsere Kids, das Peppa Wutzland. Also wir können uns ja nicht beschweren, wir sind mitten in den Pfingstferien und von den Anstehzeiten ist es heute echt in Ordnung hier. Hier gerade im Peppa Wutzland kann man direkt durchlaufen ohne anstehen, perfekt. Mir brutzelt gerade alles weg, zu viel Sonne ist im Freizeitpark dann auch nicht so cool. Ich komme gerade gar nicht mehr hinterher. Peppa Wutz Haus. Guck mal, da vorne ist die Peppa. Mit der kann man bestimmt ein Foto machen. Dort vorne ist der Piani, die Claudia.
vorne dran sieht man noch den anderen Vergnügungspark hier, Movieland. Das war mal ein gelungener Abschluss für den Urlaub, oder? Oh, genau, geht es jetzt. Ja, das war sehr schön.